Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Pikmin 2, Tag 15. So, in der letzten Folge haben wir diesen Dungeon hier angefangen, die Grenzlandhöhle. Und wir machen einfach mal in dieser Folge weiter, würde ich sagen. Denn was anderes bleibt uns ja da nicht großartig übrig. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht mehr zu viele Pikmin verliere. Denn ich habe für meinen Geschmack schon viel zu viele verloren. Wie viele roten habe ich noch? 21. Okay, das ist in Ordnung. Wir haben hier ein weißes Candy Poppert. Bedeutet, wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht genug Weiße dabei gehabt hätten, hätten wir hier aufstocken können. Oder können wir hier immer noch aufstocken? Sagen wir es lieber so. Oh Gott, da vorne ist ein Bullbär. Wenn wir die besiegt haben, die Bullbärs, die müssen wir wirklich sofort, aber ohne Mist, sofort zurückbringen. Weil die wiederbelebt werden können. Oh, wir haben da auch Bulbmen. Bulbmen, okay. Das ist ziemlich gut. So, Elektro haben wir jetzt erstmal geschafft. Kommen wir mit euch. Machen wir den hier. Nehmen wir euch erstmal mit, so rum, wollte ich das sagen. Kommt erstmal mit euch, genau. Das habe ich gesagt. Oh Gott. Der kommt mir gerade gefährlich nah da hinten. Okay, ist er aber nicht. Alles klar. Oh. Nein! Oh, schmeißt die doch einfach oben drauf, Olimar. Was zum Teufel macht ihr Pikmin denn? Wisst ihr was? Tragt die nach Hause. So, wir haben jetzt noch 70. Also jetzt haben wir 70. No, der Bullbär. Nicht gut. Weg. Shit. Nein. Ah! Todeskante. Oh, ich dachte, der kommt nicht zu uns. Oh Gott. Da habe ich mich wohl vertan. Dass der aber auch immer seine... Oh, wie viele der hinter sich herzieht. Olimar, lenk ihn ab! Das hat nichts gebracht. Der ist gerade auf uns fixiert hier. Sie alle sind hier auf uns fixiert. Shit! Kommt, schnell! Fuck! Ah! Mann! Wie schnell ist das Vieh denn? Wir haben aber auch keine Zeit, irgendwie einen Angriff zu planen. Weißt du was? Fuck you, du blödes Vieh. Dann haben wir aber den Schatz nicht. Da haben wir hier die Schätze nicht von der Ebene. Nein, noch nicht. Er ist gerade hier auf uns fixiert. Schade, dass das Gift dem nichts antut. Nicht alle! Ich hätte das nicht so funktioniert, wie ich das eigentlich wollte. So, mit euch machen wir jetzt erstmal alles hier ringsrum kaputt. Unter anderem das hier. Denn ihr seid ja immun irgendwie gegen alles.
Wenn ich weniger Bulbmen habe, ist mir das relativ egal, muss ich zugeben. Ich muss halt immer nur checken, ob da alles in Ordnung ist bei Louis. Ich könnte eigentlich noch ein paar andere gebrauchen. Einfach nur wegen der Stärke, wenn ich dann gegen die kleinen Bulbärs antrete. Gut, der ist immer noch darauf fixiert. Ich möchte nämlich die da hinten alle fertig machen. Draufschmeißen, nein! Guck mal hier, frische Bulbmen. Oh Gott. Warum wirft Olimar die nicht dahin, wo ich ihm das sage? Okay, da habe ich jetzt falsch gezielt. Hä? Warum, wo? Wo wirft denn Olimar immer hin? Kreis zeigt genau auf das Vieh. Olimar wirft daneben. Ich verstehe es nicht. Geht doch. Danke. Nein, komm zurück. Okay, und? Das ist die Hölle. Definitiv. So. Sind wir die Kleinen erstmal weg. Okay. Ich will den Großen... Ich will wenigstens den Kleinen dort haben. Wenigstens den Kleinen will ich noch töten. Mir egal, ob ich ihn dafür jetzt endgültig opfere, aber... Nein, 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 nein! Das war so zu erwarten. Fuck, 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 fuck! Gelb! Was machen die denn? Warum sind die denn... Warum sind die denn auf Olimar fixiert? Was war denn das jetzt? Muss irgendwie schaffen, hinter denen zu kommen. Muss es halt irgendwie schaffen, meine Party ein bisschen abzukapseln. Ja, so nicht. Belebt er gerade seine Jungen wieder? Ne, okay. Ah, der hat auf jeden Fall einen Schatz in seinem Bauch. Ich will die hier aus dem Weg bringen. Okay, das funktioniert nicht. Kommt. Ja, genau. Immer sachte ein nach dem anderen. Dann haben wir auch so eine etwas geteilte Gruppe. Was vielleicht nicht verkehrt wäre. So. Dann haben wir die auf jeden Fall jetzt erstmal weg. Mit Olimar. Ah, Mann! Das ist zum Kotzen. Genau, die Weißen sind wichtig. Die sind wertvoll. Mit denen verstecke ich mich jetzt erstmal mit Olimar woanders. Beziehungsweise möchte ich mit ihm jetzt dahin gehen, wo ich mit Louis die ganze Zeit gestanden habe. Nämlich hier. Louis... Nimmst du hier die anderen noch mit? Dann hoffe ich mal inständig,
dass der Bullbär auf Olimar fixiert bleibt. Nein, nicht so. Na, nicht zu weit. Nee, nicht zu weit zur Seite. Da ich mit Louis von der Seite kommen kann. Nein, 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 nein. Wenn man den nicht so verarschen kann, wie soll man den dann überhaupt schaffen? Weißt du was? Das riskiere ich nicht. Das riskiere ich nicht. Ich weiß, ich habe euch jetzt so irgendwie 10 Minuten damit auf die Folter gespannt, wie es denn nun ausgehen wird. Und ich weiß, hier ist noch ein Schatz direkt vergraben, aber wisst ihr was? Das riskiere ich nicht. Noch nicht. Das mache ich ein anderes Mal. Wenn ich mir denn geballtes Ensemble an Lila und Rot mitnehme. Dann gehe ich einfach nur zu der Ebene runter und mache den fertig. So. Dann haben wir ganz viele Elektrokäfer. Dann haben wir Elektrohazards. Kein Problem. Wir haben genug Gelbe. Ah, ein Swooping Snitch Bug. Das Ding nervt. Oder es wird auf jeden Fall nerven, dass ich jetzt schon. Nein. Vergiss es. Ich hab noch... Nee, er hat schon zwei in den Boden gerammen können. Und macht ihn, kommt. Danke. So, dann darf ich erstmal hier... Zack, zack. Nehme ich erstmal die gelben wieder aus dem Boden. So, hier die ganzen Elektro-Sachen können wir dann erstmal schön wegmachen. Natürlich ist dann auch gedacht, eben wenn man nicht so viele Gelbe dabei hat. Oh, noch mehr Swooping Snitch Bugs, ich krieg die Krise. Dass man dann die Bulbmen dazu benutzt, halt die Elektro-Hazards wegzunehmen, weil die Bulbmen ja sämtliche Hazards ignorieren und immun dagegen sind. Ich wollte gerade sagen, das sollten sie doch schaffen, den am Boden zu halten. Alles klar. Dann tragt ihn nach Hause. Aber nicht auf einen mir unbekannten Weg, bitte. So, Elektro ist mein... Ah! Das ist ein Captain Grabber. No! No, 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 no. Lass mich los! Lass mich los! Autsch. Oh, der macht fast ein Viertel meiner Energie weg. Wenn er mich kriegt. Das ist unglaublich. Das ist nicht gut. Ich will nicht wieder, dass wir am Boden enden. Also am Boden des Dungeons irgendwann natürlich, aber nicht, dass unsere Kapitäne zu Boden gehen. Das ist nicht so schön, wenn das passiert. Was haben wir denn da auf der anderen Seite? Noch mehr Elektrozäune? Hier oben waren noch mehr Elektrokäfer. Da ist noch ein Swooping Snitch Bug. Nee, das ist ein Captain Grabber. Nennen wir einfach mal Captain Grabber. Ich habe gerade nicht genug Pikmin dabei. Deswegen nehme ich mir einfach mal euch noch mit. Und dann sollte ich ihn gut schwärmen können. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Das sieht nach vernünftigem Schaden aus. Zack. Sehr gut. Nehmt ihn mit. So, und gleich nochmal die gesamte Gruppe auswählen, damit ich aussortieren kann. Ich möchte mit den gelben natürlich erstmal die ganzen Elektro-Hazards wegmachen. Oh, der Käfer ist mir ein bisschen nah. Warum sind jetzt da zwei Rote in ihren Tod gerannt? Da ist ein Gegner. Muss angreifen. Muss angreifen. Ach, es ist echt zum Kotzen. Wenn die Pikmin nicht immer ihren eigenen Kopf hätten, dann wäre dieses Spiel um einiges einfacher. Dann würden solche Sachen nicht mehr passieren. Und dann hätten wir auch bei weitem
nicht so viele verloren schon. Also, es ist nicht alles meine Schuld. Vieles schon. Aber nicht alles. Dass wir jetzt da gerade eben geflüchtet sind von der letzten Ebene. Ich meine, was hätte ich da groß machen können? Dem irgendwie meine Pikmin nach und nach ins Maul schmeißen, hätte auch keinen Sinn ergeben. Versuche ich wenigstens in den nächsten Ebenen mein Glück. Wenn nicht, kann ich hier immer noch abhauen, nehme ich an, wenn ich hier so ein Geysir finde. Als dass ich dann halt, keine Ahnung, mehr Pikmin verliere als nötig. Ich meine, wo ist da der Sinn? Das soll mir meiner erklären. Und da ich halt nicht so genau weiß, wie man die Bulbears am besten macht, besonders wenn die eine ganze Familie hinter sich herziehen. Ich nehme an, da hätte ich ein paar mehr. Achso, das ist ein Schatz. Da hätte ich wahrscheinlich wirklich ein paar mehr Lila gebraucht. Was fliegt hier gleich von der... Hier fliegt doch gleich was von der Decke. Ach, es war nur Nektar. Wir können sogar theoretisch sogar schon weiterlaufen. Wow. Sogar, sagt er. Sogar, sagt der Ogre. So. Murmel wird nach Hause gebracht. Gucken wir mal hier rum. Was ist denn hier so? Was für eine große Ebene ist denn das hier? Wow. Unglaublich. Ah, okay. Hier können wir einmal außen rumlatschen. Zack. Lalalala. Allwissende Sphäre. Yes, ein Siebtel. Nicht ein Siebtel. 70% der Schuld sind beglichen jetzt. Nice. Sehr gut. 70%, 7 Zehntel, whatever. Wie man das jetzt auch immer sagen möchte. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich wollte gerade sagen, wir müssen den eigentlich nur auf den Rücken kriegen. Und schon sind diese Käfer gar nicht mehr so gefährlich. Boing. Zack. Dann dich noch. Boing. So. Ja, ich weiß, du möchtest das gerne tragen. Ich hab's gemerkt. Aber, naja. Wir müssen das dann so machen. Erstmal alles hier besiegen. Dann von mir aus hier kriegst du einen Freund, der dir mittragen hilft. Dann gemeinsam trägt sich's doppelt so schön. So. Dann kommt ihr mal bitte alle rüber. So, und dann sollten wir eigentlich genug Pikmin hier in der Gegend haben, um alles tragen zu können. Erstmal das hier. Dann jenes hier. Und dann noch das hier. Ja, natürlich. Beide Kapitäne. Liebes Spiel. Dankeschön. Ja, hau mich doch endlich auf den Boden. So. Das soll mich mal schön in Ruhe lassen, das Vieh. Jetzt lernt ihr erstmal die geballte Macht meiner Pikmin kennen. Die Olimarische Inquisition kommt jetzt. Die hat niemand erwartet und so. Because Meme. Das ist ein Christbaumstern. Verlorene Unschuld. Oh, was? Oh, Verlorene Unschuld, natürlich. Warum? Weil man dann weiß, dass Weihnachten, dass Weihnachtsmann gar nicht gibt und das ist unschuldig, wenn man daran glaubt oder was? Oder wie war das jetzt gemeint mit verlorene Unschuld? Da kann man natürlich jetzt sonst was draus machen, so wie das Ding aussieht, aber trotzdem. Bah! Nintendo. Du. Böse. So. Vielleicht müsste es eigentlich Katsching machen. Katsching. Sehr gut. Nächste Ebene. Jupp. Ah, eigentlich hätte ich die Folge hier beenden sollen.
Na gut, gucken wir uns erstmal ganz kurz an, was hier noch so passiert. Das Spiel wird gespeichert. Sub-Level 5. Letztes Level vielleicht? Nee, das sieht mir aus, als wenn ich hier nochmal schön aufstocken kann. Das bedeutet, danach kommt wahrscheinlich ein Bosskampf. Wir haben keine Lilanen mehr. Ah doch, einen haben wir da noch. Okay, Lila können wir hier farmen. Da ist eine Spinne. Da können wir Weiße hochbringen. Ja, ich glaube, so viele brauchen wir. Ne, du bist blau, du bist der Lila. Ah, Moment, du bist doch... Das ist der Bossgegner aus dem... Einer der Bossgegner aus dem ersten Teil gewesen. Der schmettert deine Pigments zwar in den Boden, aber macht aus denen automatisch Blumen. Man muss sie halt nur neu pflücken. Autsch. 1, 2, 3, 4, 5. Boom. So. Das war jetzt gerade Absicht, dass er die in den Boden schmettert. Weil wie gesagt, dadurch haben die automatisch Blumen. Also im Grunde ist das nicht mal so das böse Vieh. Es ist nur blöd, dass der jetzt gerade im Meer meiner Pigments steht. Weil ich die so natürlich dann nur schwerlich pflücken kann. Oder? Ignoriert er mich? Ich hoffe mal. So, sehr gut. So, und jetzt pflückt mal bitte hier die Pigments alle. Ah, das ist natürlich jetzt blöd, aber dadurch habe ich natürlich jetzt auch... Natürlich. Alle mit Blumen. So, und während ich hier lustig von mich abpflücke, würde ich an der Stelle sagen, was ist das mit dieser Folge von Let's Play Pigments 2? In der nächsten Folge gucken wir uns diesen Dungeon weiter an. An der Stelle sage ich mal Dankeschön fürs Zusehen und tschüss. Bis dann.